Hallo ihr Quirlinge! In dieser Episode von Elex 2 geht es gegen die Sky Ents. Und aus Sicht der Sky Ents geht es gegen die freien Menschen Magalans. Mit anderen Worten, offene Feldschlacht in Marakor und Söhnchen Dex hat auch eine Idee. Los geht's! Also dann, wir sollen in Sachen Sturm auf Marakor mit Tialk in der Bastion der sechsten Macht sprechen. Das machen wir mal. Und dann bin ich mal gespannt, was das in Gang setzt. Jetzt gilt es. Lass uns die Streitkräfte der sechsten Macht bündeln und in Marakor einmarschieren. Ja, es wird Zeit. Es erreichten mich gerade Berichte über Truppenbewegungen der Skyans in Marakor. Direkt in der Mitte von Marakor wartet ein Prinzipal mit seiner Kampftruppe auf den Marschbefehl aus dem Hauptformer. Ein weiterer steht in dem zerfallenen Firmenkomplex im Westen des Landes. Dann noch eine Menge Skyans in einem von Skyaniden verseuchten Gebiet direkt im vorderen Bereich von Marakor. Berichten zufolge steht da auch noch eine zweite Gruppe direkt im unbewohnbaren Gebiet dahinter. Und natürlich schon direkt am Eingang zum Pass, der in dieses verfluchte Land Marakor führt. Sie stehen alle kurz davor, mit ihrem Hauptheer in unsere Länder einzufallen. Wenn wir jetzt nicht handeln, kann es schon bald zu spät sein. Wie sieht der Plan aus? Unsere Streitkräfte kümmern sich um die Kuratoren und Hetzer des Skyans. Du und deine Waffengefährten würden unserer Sache am meisten dienen, wenn ihr euch vornehmlich um ihre Anführer kümmert und all das wegmacht, was wir übrig lassen. Worauf warten wir denn noch? Wir sind bereit und werden umgehend losmarschieren. Sehr gut. Beenden wir diese Invasion. Abmarsch! Ich muss weitermachen. Das ist der Crony aus der Gruppe gescheucht. Manchmal. Ja. Martin steht rum, gibt ab und zu mal ein paar Splitter. Was ist mit dir? Es gibt. Also, wir sind kurz vorm Ende des Spiels und Krull ist in der Bastion und. Punkt. Damit ist die Aussage vollumfänglich beendet. Ich finde das komisch. Wo ist denn hier unsere Neuerwerbung, Gregor? Nein! Vater! Mein Junge, was machst du hier? Solltest du nicht... Ich muss mit dir sprechen. Ich habe schon wieder diese Stimme der Geister gehört. Was zum... Wovon sprichst du? Ich war doch in Tavar, in der Nähe des Formers Epsilara, wie du weißt. Und da habe ich diese merkwürdige Präsenz vernommen. Ich habe dir doch davon erzählt. Ja, ich erinnere mich. Du sagtest, dass da irgendwas sei, aber das war doch nur... Es ist wieder da, aber dieses Mal kommt es von woanders her. Sie sind wie Geister, die sprechen. Ich höre ihre Stimmen. Na gut, du hörst Stimmen. Und was erwartest du jetzt von mir? Ich muss dorthin. Wir müssen dorthin. Ich sollte hinter was holen. Na schön. Könnte ich vorher noch den Grund erfahren? Ich weiß, das hört sich jetzt etwas verrückt an, aber... Ich glaub dir ja, du bist Kaias und mein Sohn. Und was das bedeutet, können wir ja noch gar nicht abschätzen. Außerdem sind in letzter Zeit so viele verrückte Dinge passiert, da überrascht mich gar nichts mehr. Aber ich habe unheimlich viele Dinge zu erledigen, mein Sohn. Ich weiß,
aber ich glaube, es ist wichtig. Was sagen diese Stimmen denn? Wovon sprechen sie? Es sind immer nur Bruchstücke. Nie ganze Sätze, aber... Sie sagen so Dinge wie analysiere, Marschbefehl, Truppenbewegung oder Sensorenreichweite, Algorithmus oder Kontrolleinheit 0. Warte mal. Hast du gerade Kontrolleinheit 0 gesagt? Das ist die Kennung von Cassandra, dem Zentralrechner des Hauptformers in Marakor. Ja, ist halt so ein Zeug, was deine Drohne immer von sich gibt. Du willst mir damit sagen, du kannst hören, wie die Zentralrechner der Former miteinander kommunizieren? Ich weiß nicht genau, aber ja, es scheint eine Art Kommunikation zu sein. Das ist noch nicht alles. Ich kann hören, woher eine Stimme kommt und ich kann auch hören, in welche Richtung sie spricht. Die letzten Tage zum Beispiel hörte ich immer wieder eine dieser Stimmen ganz oben aus dem Norden. Und sie sprach in Richtung einer dieser großen Former in Ignadon, auch ganz oben im Norden. Du meinst also, Cassandra versucht, Kontakt zu Alphara aufzunehmen? Das würde Sinn ergeben, laut deiner Beschreibung. Vielleicht. Ich hab das Scheißding schon abgestellt. Sollte Cassandra tatsächlich versuchen, Alphara zu rufen, dann wird es nicht mehr antworten können. Was genau hast du denn vor? Ich will nicht ganz in den Norden, aber ich will mir den Former ansehen, an den sich die Stimme richtet. Ich verspreche mir davon, dass ich sie dann besser verstehe. Ich sage es nicht gern, weil es für dich gefährlich sein wird, aber ich denke, du kannst von großem Nutzen für mich sein. Wirklich? Wenn du den Datenverkehr wirklich abhören kannst, dann können wir ihm vielleicht unbemerkt ein paar wichtige Geheimnisse entlocken. Das könnte kriegsentscheidend sein. Ich werde mein Bestes geben. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe da was für dich. Die Outlaws haben auf ihrem Schrottplatz im Krater ein paar echt coole Sachen. Sie wissen gar nicht, was sie damit alles anfangen können. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Hier, für dich. Das habe ich bei ihnen mitgehen lassen. Kannst du bestimmt gut gebrauchen. Ja, klar. Danke. Du willst also in den Former Alphara. Also gut, ich werde dich dorthin begleiten, auch wenn es riskant ist. Wenn es stimmt, dass du die künstliche Intelligenz Cassandra abhören kannst, könnte uns das immens helfen. Großartig! Dann machen wir uns sofort auf den Weg, ja? Du wirst tun, was ich dir sage und nichts machen, was wir nicht vorher miteinander besprochen haben, okay? Ja, Vater! Wann geht es los? Ich kann es kaum erwarten. Ich würde sagen, du gehst mit Aska schon einmal vor in das Umland von Alphara und ihr wartet dort auf mich. Vielen Dank, Vater. Ich bin mir sicher, dass sich das Risiko lohnen wird. Das hoffe ich. Bis später. So, mein Sohn ist auf dem Weg zum Former Alphara. Zeit für ein paar weitere Vorbereitungen. Doch sollte ich mich damit beeilen und Dex nicht allzu lange alleine lassen. Was denn für Vorbereitungen? Ich brauche nur Munition. Und einen Waffengefährten. Das wäre jetzt nicht so schlecht, aber die sind alle schon aushäusig. Wo sind die denn alle? Ah ja, da. Naja, Ich denke mal, die kommen ganz gut allein zurecht. Die sind ja nicht allein, sie haben ja Truppen, sie haben Tierhulk, sie haben sich gegenseitig. Sodass ich mal denke, dass Alphara... Das ist Betara. Ja, das ist Alphara. Dass Alphara wohl tatsächlich das Wichtigste gerade ist. Aber ich jetzt wüsste, ob ich bei Vicky noch mal was einkaufen kann. Wir gucken. Und da ist mir gerade das Spiel abgeraucht. Offenbar bin ich ja so schnell reingerannt, das konnte alles gar nicht so schnell geladen werden. Vicky, noch mal. Komm, was hast du? Oder hast du nicht? Zeig mir, was du anzubieten hast. Ja, das sieht gut aus. Hat sich gelohnt, hier nochmal vorbeizuschauen. Energiezelle. Ich verkaufe dir irgendwas aus meinem Fundus. Apropos Fundus. Wir machen das so. Ich gehe jetzt voll auf die Hauptgeschichte ein.
Und über 5 ungefähr. Und irgendwann gibt es ja ein letztes Safe-Game, bei dem ich noch Zugriff auf irgendeinen Händler habe. Und dieses Safe-Game werde ich dann möglicherweise auch nach Ende von Abspann und Hauptgeschichte, je nachdem wie das alles sich entwickelt, benutzen, um dann einmal beim Händler alles auszuleeren, was ich nicht so wirklich brauche. Also Munition und so, Heiltränke behalte ich, aber alles andere kann im Grunde genommen weg. Und da gucken wir mal, was der Elexit-Kontostand aussagt. So, Munition, das war gut. Apropos Munition. Ich habe ja schon in der vergangenen Episode wieder auf den Bogen zurückgegriffen, um Munitionsvorräte, die ich eigentlich nicht brauche, sinnvoll zu verwenden und weniger Geld auszugeben. Wahrscheinlich war das Ausgeben des Geldes jetzt gerade eben bei Wiki schon unnötig. Aber lass uns mal schauen. Ich habe hier nämlich ganz viele Plasmazellen. Und ich frage mich, und auch ganz viele Bolzen, und ich frage mich, ob ich nicht irgendeine Waffe habe, die mit Plasmazellen und oder Bolzen arbeitet, die ich erstmal so praktisch verballern kann. Hier ist es ja Kanonenmunition, Speerrakete, Geschützmunition. Das sieht alles nicht so gut aus. War aber auch klar bei den schweren Waffen. Was die Bolzen angeht, ist eigentlich totaler Blödsinn. Das Beste, was ich da habe, ist hier eine verbesserte Kriegsarmbrust. Aber die macht gleich so viel weniger Schaden. Das ist echt schade. Es gibt auch... Ach doch, hier mal eine. Ja gut, der Reißzahn. Gut, der Reißzahn ist eine einzigartige Armbrust. Das stimmt. Die haben wir aber auch schon sehr lange. Und die macht viel zu wenig Schaden. Was ist denn mit Plasma? Plasmazellen. Das hier ist Energiezelle. Auch Energiezelle. Schrot. Granate. Pfeil. Hat echt nichts, was mit Plasmazellen ballert. Kann das wirklich wahr sein? Habe ich überhaupt irgendwas, was mit Plasmazellen funktioniert? Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals mit Plasmazellen geschossen zu haben. Ihr seht, ich bin jetzt alles durch. Hier steht ja immer, was die Munition ist. Es gibt nichts, was mit Plasmazellen arbeitet. Für große Plasmakanonen. Ja. Ich habe doch keine große Plasmakanone gefunden. Okay, schade. Dann bleibt halt alles so, wie es ist. Schrotwumme und Energie-Lasergewehr, wie auch immer. So, hier wollen wir nicht hin. Wir wollen nach Alfara, das ich finden muss. Das ist weiter oben. Das ist da. Und da gucken wir mal, was Dex rausfinden kann. Und wo er überhaupt ist. Das ist jetzt keine Quest gewesen. Nee. Der ist jetzt hier irgendwo und ich weiß nicht so genau wo. Im Umland von Alfara soll er sich aufhalten. Was auch immer das heißt. Was auch immer Asuka an seinem Berserkerschädel als Umland definiert. Wo krabbelst du? Warum krabbelst du jetzt da nach oben? Der lag da noch von alten Zeiten. Naja. Wenn ich mit Dex hier rollenspielerisch gesehen an den Former rangehe, dann muss ich natürlich vorher die alle wegballern. Da ist ein Abartiger. Naja, unten sind sie aber nicht. Sind wohl doch weiter oben. Das ist kein Abartiger. Das ist ein... Oh, da muss ich vorsichtig sein. Das ist ein Hühni. Hühnen machen mit dem Nahkampf aber sowas von klein.
keiner. Das da ist ein abartiger. Ach ja, ich hätte die Waffe umstellen können. Das ist völlig richtig. Au. Ist ein Nahkampf. Gut. Das wäre gesichert. Wo ist Dex? Wo ist Asgar? Ich setze mal die Lebewesenbrille auf, damit ich eine Chance habe, die ein bisschen schneller zu sehen. Denn bei diesem blöden, hiesigen Wetter hier, da rennst du einfach an denen vorbei. Die sagen ja dann auch nichts. Ach, du nervst mich. Warum musst du jetzt hier so langlaufen? Sei doch einfach tot, so wie alle anderen Brutteufel auch, denen ich bisher begegnet bin. Also hier warten sie nicht. Vielleicht sind sie da oben auf der Brücke? Das wäre gar nicht so doof eigentlich. Aber... da ist keiner. Hm. Oder vielleicht da hinten. Ah. Tatsächlich. Ja, gutes Spürnäschen. Vater, da bist du ja. Ja. Es ist, wie ich es sagte. Die Geisterstimme aus Marakos schon viel lauter hier draußen. Kannst du Cassandra jetzt besser verstehen? Schon, aber ich verstehe nur jedes fünfte Wort. Wäre besser, wenn wir direkt in den Richtstrahl der Stimme gehen würden. Na gut, das heißt, wir müssen da rein. In den Formern ist es leider sehr ungemütlich. Also halte ich immer in meiner Nähe auf. Das mache ich. Lass uns keine Zeit mehr verschwenden, damit wir hier schnell wieder wegkommen. Ich klebe an dir dran wie eine Klette. Mhm. Sag mal, geht's dir gut? Ich werde in Zukunft... Okay, der gibt mir noch eine mit, wenn ich nicht aufpasse. Er wird in Zukunft besser aufpassen und macht Schattenfechten. Naja. Jetzt ist halt Dex der Tanker. So war das auch bisher immer. Der mit dabei ist, der muss tanken. Ich kann auch nicht ganz genau bestimmen, wohin die Stimme von Cassandra gerichtet ist. Aber ich werde es versuchen. Ja. Gleich sind wir drin. Das wird einfach gewesen sein. Denn da ist schon mal irgendein Rowdy durchgepflügt. Ich weiß gar nicht, wer das gewesen sein kann. Irgendwelche letzten Worte? Ne? Gut. Ich hoffe, du hast dich von deiner Mutter verabschiedet. Die ist mir sonst böse. Na komm. Wo rennst du jetzt hin? Hat das irgendeine Art von Sinn gemacht? Wir sollten uns erst einmal grob in Alfara umsehen. Ich werde schon merken, wenn wir uns der besten Stelle nähern. Oh ja, grob umsehen, war klar. Oh, wieder so ein Scheiß. Raptorita macht einen Krach wie eine ganze Armee. Komm her! Naja. Ich habe ja jetzt Dex bei mir und ich habe die roten Böppel auf der Karte. Ich kann also durchaus wieder auf die Sicht der Dinge umstellen. Für den Fall, dass ich noch irgendwas hier übersehen habe.
eine Zeiselgecke. Na komm. Ich helfe dir. Der Respawn ist natürlich komplett durch. Hoffentlich gibt es hier nicht auch zwei Behemotten. Bin gleich da. Und dann? Wenn die Viecher zu nah dran stehen, schießt du mit der Schrotbombe daneben. Ja. Das ist so. Ich würde ja denken, wir bringen dich in den... Für mich würde es am meisten Sinn ergeben, wenn Cassandra versucht, mit der Zentralrechnerzelle zu kommunizieren. Genau das! Schon, aber ich verstehe nur jedes fünfte Wort. Wäre besser, wenn wir direkt in den Richtstrahl der Stimme gehen würden. Was meinst du damit? Also mein Gedanke war, dass wir in den Raum gehen, in dem Crony dem Ding den Checker gezogen hat. Aber so wie ich Dex jetzt verstehe, will er... vielleicht in diese große runde Halle. Hier ist es. Oh. Hierhin richtet sich die Stimme von Cassandra. Oha. Sie tut es also immer noch. Die ganze Zeit über. Als wollte sie irgendetwas Bestimmtes hier. Es ist diese Kapsel dort. Ah, das Ding sieht so ähnlich aus wie die Kapsel, in der Dawkins jahrelang gesteckt hat, als er noch der Hybrid war. Cassandra versucht ständig, die Steuerung dieser Kapsel anzuzapfen. Aber irgendetwas scheint sie daran zu hindern. Ist das noch Technologie der alten Welt? Ich weiß es nicht, aber es sieht ganz so aus, als wäre sie so eine Art blinder Fleck für Cassandra. Egal, was Cassandra mit dieser Kapsel versucht, sie kann sie nicht kontrollieren. Und es ist mit der Zentralrechnerzelle verbunden. Das wäre ein direkter Draht zu den Synapsen des Formers. Mhm. Dieses Ding da, könnte es dazu benutzt werden, Cassandra zu belauschen, ohne dass sie es merkt? Nicht nur das. Ich glaube, man könnte sogar einen direkten Zugang zu ihrer eigentlichen Identität herstellen. Wenn wir Glück haben, dann kriegt man damit vielleicht sogar Zugang zu ihren Steuerungsalgorithmen. Dazu müsste ich allerdings hineinsteigen und meinen Geist mit dieser Maschine verbinden. Wie können wir uns sicher sein, dass deine Theorie zutrifft? Ich war nicht faul, während du weg warst, Vater. Es ist nicht das erste Mal, dass ich an solchen Dingern herumschraube. Die Outlaws hatten genug Schrott und Technik da rumstehen. Bei ihnen habe ich ziemlich schnell gelernt, wie man damit umgeht. Ich meine, das sollte ich doch auch. Darum hast du mich doch zu ihnen geschickt. Du bist etwas Besonderes, das weiß ich ja, aber... Vertrau mir, Vater. Ich weiß, was ich tue. Warum lässt Cassandra diese Kapsel da nicht einfach zerstören, wenn sie sie nicht kontrollieren kann? Diese Kapsel bietet der künstlichen Intelligenz die Möglichkeit, einen Menschen mit ihren Synapsen zu verbinden. So etwas wirft sie doch nicht einfach weg, wenn es nicht richtig funktioniert. Sie wird es reparieren wollen. Ich denke, genau das ist es, was Cassandra die ganze Zeit versucht. Du willst da einsteigen? Das werde ich nicht zulassen. Vater, stell dir doch mal vor, ich habe recht. Dann könnten all unsere Probleme mit einem Mal gelöst sein. Dein Leben ist zu wichtig, um es in einem so wahnsinnigen Experiment aufs Spiel zu setzen. Ich habe die ganze Zeit nach einem Weg gesucht, wie ich meinen Beitrag leisten kann, um dich zu unterstützen. Da ist die Gelegenheit und jetzt lässt du mich nicht? Es ist einfach zu... Zu gefährlich? Das sagen du und Mutter ständig, aber wir können uns doch diese Gelegenheit nicht einfach entgehen lassen. Warum gerade du? Lassen wir es doch jemand anderen machen. Niemand hört die Stimme Cassandras, also ist das keine Option. Verdammt, Dex! Nein! Die einzig vernünftige Sache ist, wenn ich jetzt in diese Kapsel steige und versuche, diese AI des Hauptformers anzugreifen. Habe ich keine Chance, es dir doch noch auszureden? Vater, bitte! Lass es mich versuchen! Okay, machen wir es so. Danke, Vater! Ich werde dich nicht enttäuschen! Wenn alles klappt, wie ich es mir vorstelle, werde ich versuchen, deine Drohne zu kontaktieren. Also, wenn du ab jetzt mit mir sprechen willst, musst du mit Crony reden. Dann mach schnell, bevor ich es mir anders überlege. Hm? Und du erzählst das deiner Mama. Das mache ich nicht.
Was machst du? Das sieht ja gemütlich aus. Ein Bett aus Schleim und Gespinst. Das ist auch nicht ergonomisch. Lass ich doch erstmal einsteigen. Also die Katze ist ja echt gut in Schuss, wenn allein der Verschlussmechanismus so knarzt. Wie so ein alter Förderturm. Nach 50 Jahren Nichtbenutzung. Was zum Teufel? Ja. Oh. Aska, schön, dass du hier bist. Immerhin. Ich will... Irgendeinen Satz hättest du jetzt schon auch mal sagen können. Von wegen, ich werde mein Leben dafür opfern. Und dafür sorgen, dass dir niemand reinschaut. Der zu lila ist. Apropos zu lila ist. Aus rollenspielerischen Erwägungen würde Jax jetzt hier nochmal alle Skyends aus dem Former platt machen. Das ist natürlich für euch langweilig, das haben wir schon oft genug gesehen. Deswegen überspringe ich das. Mache hier also alles platt, was hier noch einen roten Punkt auf der Karte verursacht innerhalb des Formers. Und draußen vor dem Former geht es für euch gleich weiter. Ich habe es mir anders überlegt. Ich bin nochmal zurück in die Bastion zum Sockeltisch, denn ich möchte vom Zermalmer auf den Schnitter umsteigen. Na, du bist raus. Entfernen. Wie geht denn das hier? Ah. So. Alles raus, genau. Schließen. Dann hier der Schnitter. Einsetzen. Nee, einsetzen. So. Dann nehmen wir natürlich das hier. Bonus Crit-Schaden und einsetzen. Bonustreffer bei Bonusgesundheit bei Treffer. Jetzt habe ich den anderen wieder. Ach, das ist aber auch komisch hier. So muss man das machen. So, und was haben wir noch? Bonusresistenzen, Bonuserfahrung ist Quatsch. Resistenzen aber auch Quatsch. Egal, komm. Nimm noch eine. Nein. Ach so, das ist irgendwie so. Ah, verstehe. Okay. Und jetzt wird das noch umgestellt im Inventar, denn ich möchte natürlich auch den Schnitter ziehen können. Mit einem Klick auf die 1. Das ist der Schnitter. Schaut nur. Er brummt auch leicht. Ja, mit dem kannst du die Kraterstadt so ein halbes Jahr lang mit Elektrizität versorgen. Wenn die Energiezellen der Alps nicht mehr geliefert werden. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Und das heißt Mararkor und Bumm. Da ist mein Marker und da ist Tia. Der wird mich gleich anquatschen. Wie sieht's hier aus, hm? Na, da ist Fox. Du hast hier das Kommando. Wir sollten vielleicht noch einmal unseren Angriffsplan auf Mararkor durchgehen. Was meinst du? Commander, alles ist so, wie wir es befürchtet hatten. Der Feind ist ausgerückt aus dem Hauptformer Cassandra und steht kurz vor seiner Invasion in unsere Länder. Wir erwarten deinen Befehl, um weiter vorzurücken und sie aufzuhalten. Genau wie die anderen, die mit uns in Mararkor einmarschiert sind. Mhm.
Jetzt nicht, wir sind... Okay. Sirik, Drabak, Finlay. Im Moment nicht. Hast du keinen kalten Hals? Box. Später, Kollege, später. Jetzt gibt's erstmal die Hucke vor den Marakor. Darum geht's ja bei der Sache hier, oder? Ja, genau. Boah, dann rücken wir mal vor. Vorrücken. Jawohl. Zum Wohle Magalans. So. Wohin rückt ihr denn jetzt? Naja, die hat Gott wissen. Man fühlt sich gleich total sicher, wenn man an der Seite Tiax irgendwo langläuft. Ah. Da tauchen rote Pusteln auf dem Radar. Ah, ihr seid hier. Ich hole ihn. Die Feinde. Du bist hoffentlich nicht ernsthaft dabei, mich hier anzuschießen. Kein bringt nix. Siehst du? Kurate. Achso, ich muss mich ja um den x-ten Gegner hier kümmern. Er lebt noch? Ja, komm, den kriegt er ja wohl alleine hin. Unsterblich oder nicht? Dieser Prinzipal ist erledigt. Wer ist denn das? So, wir looten natürlich, weil noch könnte ich ja zurück und Kasse machen. Das war ja auch nur die erste Station hier. Oh, diese Waffen sind schon recht teuer. Außerdem... Na gut, dunkles Edex haben die... Wie hieß du, Virx? Naja, ein besonderer. Ne, die haben gar kein dunkles Edex dabei hier. Ah ja. Dunkles Edex braucht man nämlich, um diese ganzen beschädigten Sky-End-Waffen wieder brauchbar zu machen. Und alles dunkle Edex, was ich im Moment erfarme, das brauche ich natürlich eigentlich nicht mehr, weil, gut, ab und zu finde ich vielleicht auch ein Behemoth-Herz oder dergleichen mehr. Aber im Grunde genommen sammle ich im Augenblick mehr dunkles Edex, als ich brauche, wenn ich gegen die Skyaniten-Kreaturen ziehe. Und das könnte man dann ja benutzen, um solche Sensen oder solche Lutscher hier zu reparieren, weil sie dann in repariertem Zustand vielleicht mehr Geld bringen. Das muss ich mir dann aber anschauen. Ja, das haben wir. Und du? Marakor ist ein gefährliches Land. Ach. Geh nicht so leichtfertig mit deinen Ressourcen um. Ich werde versuchen, deinen Rückzug zu sichern. Viel Erfolg auf dem Schlachtfeld und im Hauptformer. Mögen unsere Opfer nicht umsonst gewesen sein. Commander, für Magalan. Okay, gehen wir es noch einmal durch. In folgenden Gebieten werden die Skyen-Truppen noch von einem Prinzipal angeführt. In der Mitte von Marakor. In diesem verseuchten Gebiet direkt hinter dem Pass des Landes. In dem unbewohnbaren Gebiet im Osten. Im zerfallenen Firmenkomplex im Westen. Und ansonsten gibt es noch zahlreiche Skyaniden und andere Kämpfer des Skyens. Wir haben noch einiges vor uns, wenn wir den Krieg gewinnen wollen. Gut, dann lass uns das schnell erledigen, bevor sie doch noch in unsere Länder einfallen. Mhm. Alles klar. Ja.
Die Frage ist, ob ich jetzt mir einen... Achso, Kaya, kommst du jetzt? Also würdest du rein theoretisch jetzt mitkommen oder nicht so? Jetzt nicht. Okay, dann kommt Fox wohl auch nicht mit. Ja. Dann würde ich gerne erstmal zu der Stellung meiner Waffengefährten vorrücken. Oh, ich lande ja mittendrin, das ist ja schlau. Da sind sie. Crony, Nyra, Nesty, wer bist du? Ah, Vardek. Stimmt, da war ja was. Die Situation ist brenzlig. Es ist wie ein Pulverfass, was kurz davor ist zu explodieren. Wo bleibt der Befehl, um loszuschlagen? Hier ist er, bitte. Vorrücken. Wie in alten Zeiten, nicht wahr? Und los! Wohin drückt ihr jetzt? Egal, ich rücke nach. Ach, da vorn. Wie auf dem Serviert-Tablet. Ich versuche mal den Abstauber zu machen. Lad nach. Oh, scheiße. Möge der Schnitter dich zerschnetzeln, du gefährlichst aller Kreaturen. So, ein bisschen gröber werden. Das ist an der Zeit. Oh, gut. Papa kann ja doch was. Fallen lassen. Um dich kümmert sich noch keiner, echt? Wo liegt denn der? Da ist noch einer. Wahrscheinlich der Oberoffizier hier. Genau. Wie heißt du? Ayai. Ein Prinzipal weniger. Ja. Wer ist der Nächste? Level up! So, die nehmen eine neue Stellung ein. Ich husch mal eben rum und sammle alles ein. Okay. Da es uns sonst ja nichts mehr nutzt, bin ich dafür, jetzt die Punkte weiter auszugeben. Gerissenheit kriegt ein Update und dann fangen wir wieder bei Stärke an. Gerissenheit und Stärke, Level 63. So, Crony. Dex, kannst du mich hören? Dex sagt, laut und deutlich, Vater, aber irgendwie hörst du dich so besorgt an. Hast du mir etwa nicht zugetraut, dass ich es hinkriege? Das ist er. Das klingt nach meinem Sohn. Es funktioniert also tatsächlich. Wie geht es dir da drin? Dex sagt, es ist etwas ungewohnt, weil ich meinen Körper nicht spüre. Aber es ist faszinierend. Du glaubst ja gar nicht, was ich hier im Cyberspace alles sehen kann. Es ist einfach überwältigend. Was ist mit Cassandra? Dex sagt, sie hat sich abgewandt und es aufgegeben, die Kapsel anzuzapfen, in der ich stecke. Dex sagt, aber wer weiß, vielleicht versucht sie es später noch einmal. Lass dich nicht erwischen. Dex sagt, okay, ich muss mich aber jetzt hier weiter mit den Schaltkreisen und Algorithmen von Alphara beschäftigen. Ich verstehe das alles noch nicht so richtig. Aber Alphara ist ja auch nicht unser Ziel, nicht wahr? Ich muss herausfinden, wie ich an Cassandra herankomme. Sei besser vorsichtig, dass sie dir nicht das Gehirn röstet.
Dex sagt, hahaha, das ist lustig. Nein, nein, ich pass schon auf. Ich melde mich, sobald ich etwas Neues weiß. Stand by. Lass ihn nicht erwischen und Finger weg von den Sektionen des Cyberspace, in denen sich die Erwachsenenunterhaltung verbirgt. Ja? Sonst zieht mir deine Mutter die Ohren lang. Ja, du kommst nicht mit, oder? Ja, doch. So, jetzt habe ich endlich wieder einen, der hier mitkommt. Langsam sprechen, schwierig. Wir halten die Stellung. Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich meinen Beitrag leisten kann. Geh nun und beende es, mein Sohn. Komm schon, haben wir jetzt nichts Wichtigeres zu erledigen als zu quatschen? Die Skyans in Marakor warten darauf, geschlachtet zu werden. Ja, ist richtig, grundsätzlich. Solange die Situation in Marakor nicht gelöst ist, lohnt es sich nicht, auch nur ein weiteres Wort zu verlieren. Ich sollte jetzt besser meinen Platz in der Schlacht einnehmen. Ja, okay, die halten hier die Stellung. Und das heißt für mich, dass ich... Ah, hier war doch noch irgendwo... Aber war das wichtig? Da in diesem Firmengebiet, da sind welche. Aber nicht mehr lange. Orientierung. Ja, wo sind die wohl? Nee, das hier oben sind eher ja die Wohnbereiche gewesen. Das eigentliche Gewerbegebiet ist ja eher hier so. Ja, und da wird die Dichte der roten Pöppel auch umso größer. Und hier ist irgendwie keiner, den ich anhauen kann, mir zu helfen, ha? Umgebungsscan eingeleitet. Hohes Aufkommen von Unrat erkannt. Doch, da sind Bulli und Falk. Was machen die denn da? Ah, die Helden. Ach komm, Bulli. Kommst du auch nochmal vorbei, oder was? Wann geht's denn jetzt los? Ich kann es kaum erwarten, den Drecksäcken da oben den Garaus zu machen. Vorrücken. Wird auch langsam Zeit. Lebenserhaltungsbedingungen im normalen Bereich. Ja, für die Sky jetzt gleich nicht mehr, Cody. Keine Sorge. Bulli in Aktion. Da mische ich mit. Oh, herrlich. Ich greife an. Ja. Na, dann helfen wir mal. Der Offizier. Und das ist das Laden des Todes. Ja, bleib schon mal hier stehen. Wenn du fällst, sind es deine Truppen vielleicht demotivierend. Und verbeulen meine Drohne nicht. Glaubst du, wie teuer sie war? Dieser Prinzipal hat es hinter sich. Wer ist der Nächste? Noch einer. Ja. Dich hol ich. Du kommst hier echt alleine angerannt. Alle sind tot und du kommst auf mich zugerannt. Das ist echt Loyalität. Ich sammle kurz wieder alles ein. So, ich denke, ich habe alles. Bulli? Hey, du. Was denn? Das war's schon? Egal, ich halte hier die Stellung.
Sieh zu, dass du den Hauptformer erledigst, klar? Mhm. Ja, zu Befehl. Tja, das war eine wertvolle Erfahrung. Zeit, um die Umgebung zu sondieren. Bin schon gespannt, wie du dich im Hauptformer schlagen wirst. Viel Erfolg. Ja, danke. Ja, das war also dieses. Hier liegt noch was. Muss ich's noch. Ja, hier oben sind jetzt weitere Skyaniden, aber ich habe Marakor erst leer geputzt. Die kommen immer wieder. Das macht nur Sinn, sich mit denen zu beschäftigen, wenn man dunkles Elex farmen will. Oder XP. Beides würde ich jetzt nicht tun. Wie viel dunkles Elex habe ich eigentlich? Das ist vielleicht auch interessant zu wissen. Das müsste ja einiges sein. Oder? Na, bei den Tränken ist auch einiges draufgegangen. Aber immer noch stolze 650. Also, ja. Wir brauchen eigentlich kein weiteres. So. Was sagt denn diese Quest noch? Karawall im verseuchten Gebiet. Wo ist das? Wo ist hier was verseucht? Ach, das ist genau da in der Mitte. Das muss ich alleine machen. Naja, mit Crony. Hallo? Ach, das sind die Alpseparate. Ach, das sind ja meine. Entschuldigung. Und so ist es wieder einmal soweit. Wir sind bereit und warten auf deinen Befehl, die vor uns liegenden Stellungen der Skyans anzugreifen. Vorrücken. So sei es. Los geht's. Wir sehen uns in der Bastion. Das war gerade nur so ein bisschen, naja, so eine umgedrehte Ladehemmung. Es haben sie einfach Schüsse gelöst. Du erkennst mir nicht. Das Risiko erkannt. Ich will sofort das entfernen. Ja, ich empfehle jetzt nach sofortiger Entfernung, entfernen der Skyen. Ja, das ist völlig richtig, Tony. Hi, Hetzer. Ah, die sind ja mit den Hetzern. Also, wer ist denn hier? Ach, du bist der Gegner. Bleib doch liegen! Ich glaube, ich treffe die, wenn ich vor ihnen stehe, mit Schrot. Nein. So, einer noch. Ah ja, der Dicke, richtig. Ah, kann ich gleich mal nachladen. Nee, du bist nur ein Pirator. Wo ist hier der Offizier? Oh, 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 oh. Ah, hier. Wieso sehe ich denn hier keinen roten Böppel? Hier ist kein roter Böppel. Harak ist kein Feind. Laut 6 im Sinn. Oder nicht. Dieser Prinzipal ist erledigt. Wer ist der Nächste? Ja, irgendwie. Na, wer weiß. Das ist vielleicht die albische Kampfrückzugs- und wir gehen Erstellung Formation. Ich sammle wieder kurz alles ein, was hier so rumliegt. Wir haben ein kleines Problem. Irgendwie ist hier im Untergrund offenbar noch einer. Den ich aber gar nicht sehe. Der schießt aber nach oben. Die Frage ist, ob man den erreichen kann, wenn man hier unten irgendwie... Aber wo soll das da sein? Da müsste ja eine Höhle geben. Na gut, hier gibt es auch so was Ähnliches. Boah, ja, es ist total giftig hier.
Das geht nicht lange gut. Ja. Okay, also das ist auch keine Lösung. Zumal das ja auch nicht dahin führt, wo dieser rote Punkt auf der Karte ist. Der ist ja hier. Irgendwo hier ist ein Gegner. Ah, da unten. Da sehen wir ihn. Da unten. Ja, ich beam mich mal weg. Vielleicht wird er dann ja irgendwie hergeholt. Wir gehen mal möglichst weit weg. Sonst das Problem ist, der schießt meine Puppen kaputt. Am Ende gewinnt er nämlich. Ich gehe mal maximal weit weg Richtung Epsilara. Sodass möglichst viel neu geladen werden muss, hoffe ich. Und dann gehe ich nochmal... Da waren wir jetzt. Nee, das ist Myra. Das war hier irgendwo. Vielleicht ist er jetzt zurückgesetzt in irgendeiner Weise. Ansonsten speichern und laden wäre noch eine Möglichkeit. Nee, immer noch unten. Speichern, laden. Nee, der bleibt da unten. Das ist schlecht. Dann kann ich jetzt erstmal nur das Weite suchen, in der Hoffnung, dass in meiner Abwesenheit der Kampf nicht weitergeht. Denn sonst gewinnt der Verschüttete. Denn der kann von unten nach oben durch die Texturen schießen. Das ist dann durchlässig, aber von oben nach unten ist es das nicht. Und insofern ist es für ihn nur eine Frage der Zeit, bis er mit seiner unendlichen Munition Sestaks komplette Separatistentruppe aufgerieben hat. Und das wollen wir ja nicht. Ich hoffe, der ist nicht mehr wichtig, sonst muss ich die ganze Geschichte nochmal von Anfang an neu spielen. Wäre auch okay, aber unschön. So. Achso, haben wir niemanden, richtig? Nö. Diesen Angriff muss ich wohl alleine machen. Ich sehe zumindest nicht, wer mir hier helfen sollte. Ich habe ja die Lebewesenbrille auf. Hier ist ja keiner in der Nähe. Oder von der anderen Seite? Falls es hier irgendwo jemanden gibt, der mitkämpft, würde ich ihn gerne finden. Oh, komm, steh auf. Ich kann das nicht mit anschauen. Also ich behaupte, hier steht niemand rum, der mir hilft. Ich bin schon in dem Gebiet, wo so die Skyaniten-Kreaturen wieder erschienen sind. Nee, das muss ich wohl alleine machen, denke ich. Systemoptimierung eingeleitet. Empfehle Umgebungsanalyse. Mhm. Empfehle ich auch. Oh nein, echt? Eine. Oh, warte, halt! Ich kann nicht! Wo will er denn hier? Hilfe! Ah! Mensch, du kannst im Fallen dein dusseliges Jetpack nicht anmachen! Boah! Mann, war das gerade gefährlich. Ich will kein Gepiepe hören. Ich bin dir absolut sicher. Oder auch nicht. Mhm, klar, dieser Scheißfelsen. Das ist nicht zu glauben. So, wird ein Schuh draus.
mich auch. Mach mal dich erstmal in Ruhe. Ach gut, der tut nix. Viel zu weit. Das wird nichts. Okay. Steh auf! Steh auf! Meine Fresse, das dauerte mal ewig. Der Kurator hat da auch schon einen weg. Er ist doch gar nicht mehr stark. So. Alles klar. Wir räumen hier von hinten auf. Kock, kock, kock. So. Oh. Wo ist der Kurator? Unschön dieses Feuergefecht hier. 3 gegen 2. Und der, den ich am meisten angezählt hatte, der ist leider... Genau der, der gerade nicht zu finden ist. Oh, wow, 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 wow. Was hast du denn für eine Waffe? Der trifft mich ja einmal und dann... Also, ich bin Level 63, du kannst auch echt mal aufhören anzugeben. Der schießt mir mit einem einzigen Schuss die Hälfte weg. Ist das scheiße. Oh. War hier gerade was gelandet oder war das Crony? Da landet was. Ich möchte die Kuratoren erstmal ausschalten, um dann mit ihm quasi in den Nahkampf zu gehen, also dass er in den Nahkampf geht, nicht ich natürlich. Ja, und die fliegt wieder genau da, wo sie hin soll, gell? Hm. Ist ja ein Angeber. Du kannst in Granatenbeschuss aufstehen.
halte ich für ein Gerücht. Oh, scheiße. Wo bist du? Hui. Ein Prinzipal weniger. Das sollte der letzte gewesen sein. Ja. Ich sollte Tiag darüber informieren. Ja, mach ich. Na schön. Dann ist das eben so. Da ist noch irgendwo ein Kurator übrig. Den knipse ich kurz aus und räume hier auf und dann geht's zu Tiag. Also dann, Tiag. Luftdruck und Temperatur im normalen Bereich. Wo ist Tiag? Ist er übergelaufen? Ach, Tiag. Wo bist du? Ach, du bist ab da. Ja, ja, okay, vorgerückt. Na gut. Hohe Wahrscheinlichkeit für einen Hinterhalt. Ach was. Empfehle Verstärkung anzufordern. Hier ist die Verstärkung. Hi! Okay, gehen wir es noch einmal durch. Lass mich mal kurz überlegen. Ich schätze, wir haben die größten Probleme in Marakor eliminiert. Ja, sehe ich auch so. Es scheint so, als hätten wir den großen Ansturm auf unsere Länder tatsächlich abgewehrt. Wir werden den Rest noch aufräumen und uns bald wieder um unsere Belange zu Hause kümmern. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir sehen uns zu Hause. In unserer Bastion, Commander. Fehlt jetzt noch der Hauptformer. Das Ding wird wieder neue Biester und Kämpfer hervorbringen, wenn wir das nicht verhindern. Ich werde mich darum kümmern. Da habe ich keine Zweifel. Du bist der größte Feldherr, mit dem ich jemals in die Schlacht gezogen bin. Viel Erfolg und das gewisse Quäntchen Glück bei deinem Vorhaben. Du wirst es brauchen. Hm. Ja, das wird wohl Dex aufhebeln, denke ich. Und dann gucken wir mal, wie es im Hauptformat aussieht. Und das gleich zu Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.